Fahndungsaufruf. Der Raubfischer bittet um Ihre Mithilfe. Am Donnerstag, dem 6. August, kam es am frühen Nachmittag an der Küste von Gran Canaria zu einem Raubmord. Laut Beschreibung eines Zeugen, der diese Szenen filmte, attackierte der Täter einen 30 cm großen Migranten aus einer Aquakultur, wiederholt mit seinen rasiermesserscharfen Zähnen, bis er ihm endgültig das Leben raubte. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 1 Meter lang, etwa 10 Kilo schwer, feststehende Schwanzflosse, extrem geübter Schwimmer und Springer. Bei seiner Tat trug er ein grün-silbriges Schuppenkleid. Der Gesuchte dürfte, aufgrund seines professionellen und unnachgiebigen Vorgehens, ein Wiederholungstäter sein. Vorsicht, er ist bis an die Zähne bewaffnet. Hinweise auch anonym an die Kontaktadressen in der Beschreibung.